Ich male schon circa seit 30 Jahren. Gemalt habe ich schon in der Jugend sehr gerne und bin dann zuerst einmal wieder ins normale Berufsleben eingestiegen. Sprich, ich habe schon etliche Berufe ausgeübt. Es ist nicht so, dass man sagt, jetzt wird man Künstler und dann kann man als Künstler leben. Ich habe mich mit Kunst schon seit Jahrzehnten beschäftigt und habe das erste Mal den Pinsel vor circa 10, 11 Jahren in die Hand genommen und da ist Liebe entstanden sozusagen in der Malerei. Ich lasse mich in Deutschland ausbilden von sehr guten Leuten. Zuletzt habe ich mit einem Schweizer gearbeitet und so nehme ich meine Bausteine in den Rucksack und so versuche ich mich zu entwickeln. Ja, der Angeli Herrmann ist eigentlich mittlerweile ein langjähriger Freund von mir. In meinem Büro hängen zwei Bilder und die geben einfach eine Kraft für die Umgebung. Und ich finde, dass der Herrmann einfach einzigartige Bilder malt. Und er ist ein kräftiger Künstler und darum sind seine Bilder auch kraftgebend. Und das gefällt mir so bei ihm, darum bin ich heute da. Und ich freue mich schon auf seine neuen Bilder. Aus einer bolivianischen einheimischen Sprache und allerlei heißt in dieser Sprache, mir ist kalt. Und deswegen haben wir diese Bezeichnung unseres Straßenkinderprojektes in Bolivien so gewählt, weil es ja die Kinder aus der Gesellschaft von Bolivien betrifft. Und das sind Kinder, die im Alter von 3 Monaten oder bis zu 10 Jahren in unserem Straßenkinderprojekt aufgezogen werden. Wir haben 3 Kinderdörfer in Bolivien und zwar in Santa Cruz, in La Paz und in Cochabamba, betreuen derzeit ungefähr 1500 Kinder und haben seit dem Beginn unseres Projektes ca. 20.000 Kinder in Bolivien von der Straße geholt und da haben sie vielleicht hoffentlich zu Hause auch mitgeholfen. Das wäre mir sehr recht und nähere Informationen finden Sie im Internet unter www.allerlei.at. Jeder kann sich hier heute zum Beispiel ein Los um 20 Euro kaufen und der gesamte Erlös dieser Verlosung kommt dem Projekt zugute. Also ich verkaufe Lose und sammle somit Geld für ein Straßenprojekt in Bolivien und Gewinner sind Bilder von den 2 Künstlern. Gleichzeitig ein Package vom Schillerpark Hotel mit exklusivem Menü, einer Junior Suite, Upgrade und es wird für jeden auch ein Erlebnis sein, vom Schillerpark Hotel, das auch da ist, die das Catering sozusagen besorgt, werden die Gewinner verwöhnt werden. Ich würde mich ja zu den abstrakten Malern zählen, das heißt, das war immer schon da ist immer schon mein großes Herzblut daran gehängt. Ich unterrichte auch, das heißt, ich bin auch Dozent an verschiedensten Malakademien in ganz Österreich, auch in Deutschland, in Italien und nächstes Jahr auch in der Schweiz und in Luxemburg. Das heißt, ich habe mittlerweile im mitteleuropäischen Raum sehr viele Malschüler, die ich auch in meiner Technik unterrichte. Ich bin heute bei diesem Atelierfest sehr gerne zu Gast, weil ich mit beiden Künstlern, mit Alfred Hansl genauso wie mit Hermann Angeli, freundschaftlich verbunden bin. Das ist deswegen der Fall, weil ich die künstlerischen Werke beider persönlich sehr schätze. Es hängt zum Beispiel auch in meinem Büro ein Bild von Hermann Angeli direkt in meinem Sekretariat, das ich jeden Morgen sehe, öfters des Tages über auch. Ich bin aber auch hier, weil diese beiden Künstler eine soziale Verantwortung auch in unserer Gesellschaft wahrnehmen. Mit der Verbindung, das Projekt Walter Vizanis mit allerlei, ein Projekt, das versucht, Straßenkindern in Bolivien eine Perspektive zu geben, ist für mich ein Ausdruck dafür, dass beide
Maler das Herz an der richtigen Stelle haben, dass sie Verantwortung übernehmen und Kunst auch mit sozialer Perspektive verbinden. Das macht dieses Fest zu einem ganz besonderen Fest. Freunde geworden. Ich habe meinen Angele hat mit mir 15 Jahre in der FÖS gearbeitet. Da habe ich noch nicht gewusst, dass er künstlerisch tätig ist. Und ich habe ihn dann getroffen und er war wirklich, bin ich sehr angetan von seinen Bildern. Und es hängen auch zwei Bilder bei mir daheim. Und den Hansl, den kenne ich schon lange. Den habe ich zufällig einmal kennengelernt und ich war ihm sehr, sehr behilflich, ein Atelier zu finden in Urfa, wie wir dann das Haus niedergerissen haben, das hat der Linz AG gehört, haben wir dann da im Hafen dieses leere Haus, dieses leere Stockwerk beiden angeboten und so haben sie jetzt ein Zuhause und wir als Linz AG haben davon profitiert, denn die Miete musste abbezahlt werden in Kunstwerken und die hängen jetzt bei uns in der Linz AG in den öffentlichen Räumen. Arbeiten und wir fühlen uns sehr wohl. Wir haben um 16 Uhr angefangen und wir werden sicherlich noch um 4 in der Früh da sein.